So Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Wir sind heute am Arlberg am Start. Heute geht der Run of Fame los. Ich habe heute den Julian dabei und der ist seit 6 Tagen ungefähr auf Ski. Und heute ist sein vierter Alpin-Skitag, richtig? Ja. Ja, vierter Alpin-Skitag und das ist meine Skitransformation. Also ihr habt es gehört, in diesem Video soll es um die Entwicklung von Julians Skitechnik gehen und die Herausforderung, die sich stellt, ist am 4. Alpinen Skitag den Run of Fame zu absolvieren, beziehungsweise am 6. Skitag. Was man hier sieht, ist, dass wir einfach noch komplett in den Anfängen stecken. Er hat noch keinen zweckentsprechenden Krafteinsatz, die ganzen Bewegungsmerkmale passen noch nicht. Wenn wir uns das angucken, erst vom Innenaspekt, Außenaspekt, ist er noch, hat noch kein gutes Selbstbild. Ja, da sind wir dran, das wird besser werden. Und wie ist es die ersten Runden hier? Die ersten Kurven haben wir schon gemacht. Gut, let's go. Am ersten Tag waren wir, am ersten Alpin-Skitag waren wir am Hintertuxer Gletscher. Wir hatten unglaublich schlechte Sicht und mega starken Sturm, weshalb schon einen Großteil der Gondeln auch oder Lüfte zugemacht hatten. Ja. Der Julian hat an diesem Tag extrem angefangen, die Schulter rumzureißen, den Rumpf rumzureißen und daraus den Ski stellen zu wollen. Das muss man ihn abtrainieren, genauso wie den Belastungswechsel deutlich eher und stärker zu treffen. Er ist insgesamt recht starr, der Bewegungsumfang und die Bewegungsrhythmus war noch nicht ganz gegeben und die Bewegungsfluss war auch noch zu kantig. Da sind wir dran gewesen, das haben wir weiter versucht rauszutrainieren. Und wieder ein Tag mehr, diesmal in Pitztal, ein wunderschöner Skitag. Das erste Mal ist richtig geiles Wetter rausgekommen. Ich glaube, für Julian war das so der Moment, wo es ihm gezeigt hat, yo, Skifahren kann auch richtig Spaß machen. Und vorrangige Ziele waren einfach mehr Dynamik in den Unterkörper zu bringen, also auch Abbewegung zu schulen und halt irgendwie immer sein Hangausgleich. Ja, er hebt jetzt ab und zu mal den Ski an, das hat er als Aufgabe bekommen, damit er wieder auf den Außenski kommt. Läuft auch ganz gut. Ja, jetzt sieht man auch, dass es deutlich besser ist. Julian beim Powdern! Sag mir bitte, das war auf Kamera. Ja, ist auf Kamera. Was ihr hier jetzt seht, ist der Julian das erste Mal auf einer schwarzen Piste im Wetterstein. Es ist Tag 3 des Alpinskifahren. Und wir sehen hier schon deutlich eher das Kantentreffen. Er kommt viel eher auf die neue Kante, hat einen viel besseren Hangausgleich, rotiert vom Oberkörper nicht mehr ganz so extrem. Es ist insgesamt deutlich dynamischer geworden, auch der Rhythmus ist besser geworden. Sehr, sehr schönes, verbessertes Skibild, was wir da sehen. Um den Julian nochmal warm zu laufen, sind wir noch eine kleine Skitour vorher gegangen zur Stulbenspitze, da er hierbei allerdings kaum Verbesserungen zeigen konnte, weil es halt nur eine kleine Skitour war, habe ich das Video ausgelassen.
Ja, und dann war es endlich soweit, der Run of Fame. Vierter Skitag, Alpin. Und wie das Ganze ausgegangen ist, seht ihr im nächsten Video. Also, ich danke euch fürs Zuschauen in diesem Video bei der Transformation. Nächstes Video wird der Run of Fame.